So, und zu guter Letzt schauen wir uns jetzt noch alle neutralen Karten an. Es sind nicht so viele, es sind in der Theorie gesehen eigentlich nur fünf. Und zwar einmal Osumat, das ist dieser große Tintenfisch, den kennen wir ja aus Nasjatar. Und der ist kolossal. Plus sechs Todesröcheln für jeden Osumats-Tentakel, was zerstört wird, wird ein gegnerischer Diener zerstört. Diese Osumat-Tentakel, seht ihr, die haben 1-3. Das heißt, ich spiele den bei 8 aus, dann ist mein ganzes Feld voll mit diesen Tentakel-Dingern. Und wenn der Osumat noch am Leben ist, ja, wird für jeden ja, Tentakel, beziehungsweise mit dem Todesröcheln vom Osumat für jedes Tentakel der Gegner einen Diener zerstört. Das heißt, entweder man beseitigt den Osumat zuerst, dann bleiben die Tentakel alle am Leben oder ich beseitige alle Tentakel und dann den Usumat, dann verliere ich aber alle Diener. Also das ist so eine Feldcleaner-Karte, 8 Mana komplett gerechtfertigt, 6, 5 an Stats und 6 mal 1, 3. Das heißt, das sind 6, 18. Also ist schon ein sehr, sehr großes Feld, was dann voll ist. Aber man muss natürlich halt überlegen, ein Flammenstoß und alles ist weg. Also die Karte ist gut gebalanced, muss ich sagen. Finde ich sehr, sehr fresh. Kriegt an dieser Stelle von mir 4 Sterne. Kann man auf jeden Fall mal mitnehmen, wenn man beispielsweise auch ja, gegen Onyxia oder sowas spielt. Dann kann man ja theoretisch gesehen diese Tentakel rauswerfen und für jedes Tentakel, was dann ja angegriffen wird, kann man mit dem Todesröcheln, wenn man Glück hat, noch einen Diener töten. Ist halt cool. Dann geht's weiter mit Neptulon, der Tiefenjäger. Auch ein Elementar, 10 Mana, 7, 7 an Stats, kolossal, plus 2. Man bekommt Eifer und Windzorn. Wenn Neptulon angreift, kriegt man eine Kontrolle über die Hand und die Hand greift stattdessen an. Okay, das heißt, er ruft zwei Hände herbei, die sehen wir hier unten, und diese greifen dann stattdessen den Gegner an. Und man hat ja Windzorn, das heißt, er hat den Effekt, ich rufe ihn aufs Feld, er ist 7-7, ich kriege zwei Hände dazu, greife mit Neptulon einmal an und dann greifen beide Hände von Neptulon an, die immun sind. Aber wie gesagt, es ist Rush, also es ist Eifer, ich kann damit nur Diener angreifen. Das heißt, ich könnte, wenn ich Neptulon bei 10 Mana ausspiele, zwei gegnerische ja, Diener, die 8 Lebenspunkte haben, beseitigen. Sehr, sehr krass, sehr, sehr cool. Nützt natürlich was gegen Big Minions. Ultra nice. Kostet natürlich auch 10 Mana, man kann nichts anderes machen. Ist ein guter Balance-Effekt. Sollte ich ihn silenzen, ist der Effekt komplett hinfällig. Habe ich zwei kleine Zauber, um den Neptulon zu beseitigen, die Hände, hat er zwar noch einen 7-7er Windfury, also das ist ja dann für den nächsten Zug ein 14 Damage, was auch schon krass ist, aber ich kann den ja einfrieren, ich kann den schieben, der hat keine krassen anderen Effekte. Die Hände haben nur zwei Lebenspunkte. Ja. Alles sehr, 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 sehr gut gebalanced, würde ich sagen. Kriegt an dieser Stelle von mir 4,5 Sterne. Kann man als Finishing Blow versuchen, in Decks unterzubringen. Wenn man aber natürlich gegen, weiß nicht, einen Friesmagier spielt, keine Chance, ist vorbei dann. So, dann gibt es noch drei weitere kleinere Karten, die gucken wir uns jetzt noch an. Einmal 3 Mana, 3, 3. Der Schnappdrache, ein, ja, ein Wildtier, gibt allen Kampfschrei-Dienern in dem Deck plus 1, 1. Das ist eine Karte, die sozusagen Synergiehafteffekt eine Deckmechanik auslöst. Heißt, wenn ich viele Diener in meinem Deck habe, die Kampfschrei haben, dann kriegen die alle plus 1, 1. Habe ich die zweimal, dann kriegen die alle plus 2, 2. Es ist ein dauerhafter Effekt. Sehr, sehr cool. 3, 3, 3 an Stats. Super gut. Kriegt an dieser Stelle von mir 4 Sterne. Kann man auf jeden Fall für ein Battlecry-Deck mal mitnehmen. Und ist vor allen Dingen nicht klassengebunden. Ich kann es in jedem, ja, Deck sozusagen mitnehmen, was viele Kampfschrei-Effekte mit dabei hat. Beim Hexenmeister, beim Krieger, beim, weiß ich nicht was, bei allen eigentlich, sage ich mal ganz gut. So, dann der Coilfang-Constrictor, also der Kälteumschlinger. Das ist ein Wildtier. 4 Mana, 5, 4 an Stats. Ist okay. Kampfschrei, schaut euch drei Karten in der Hand des Gegners an und wählt eine aus, die er beim nächsten Zug nicht ausspielen kann. Das ist eine sehr, sehr gute Karte. Damit kann man sozusagen bei 4 Mana oder 5 Mana oder je nachdem, wann ich die spiele, die nächste Karte, die vielleicht für mich gefährlich sein könnte vom Gegner, einfach komplett countern. Das ist wie ein Gegenzauber, der aber auch einen Diener blockiert, weil wenn der Gegner einen großen Diener ausspielen möchte, dann kann ich den damit auch blockieren. Sehr, sehr cool. Kriegt an dieser Stelle von mir 4 Sterne. Ist eine sehr, sehr solide Karte. Finde ich sehr, sehr nice. Ja, und dann zum guter Letzt bleibt der Blubber übrig. Ein Mana, 2, 4 an Stats. Ultra krasse Stats für eine 4 Mana, für eine 1 Mana-Karte. Aber wenn dieser Diener genau einen Schaden bekommt, explodiert er. Plupp.
Also es ist eine Luftblase sozusagen, der Blubber, der hat 2-4 an Stats. Wenn der Gegner keinen Ein-Mana-Ping hat, um den zu beseitigen, ist der sehr, sehr cool. Der kann theoretisch im Early Game zweimal traden. Einmal mit einem 2-Damage-Diener und dann danach nochmal mit einem 2-Damage- oder 3-Damage-Diener oder dann halt mit einem 1-Damage-Diener und ist dann halt weg. Aber die Karte hat natürlich den Effekt, dass ich das Early Game, wenn ich sie ausspiele, direkt schon mal ein bisschen unter Kontrolle bringe und eventuell hat der Gegner nicht direkt ein Damage, um den zu beseitigen, dann kann ich mit dem auch nochmal zwei Diener beseitigen. Coole Sache, sollte ich den beispielsweise jetzt sogar noch mit einem Priesterzauber silencen, dann ist es eine Ein-Mana-2-4-Karte, die nicht zerstört werden kann und das ist sehr, sehr krass. Priesterdeck gibt es ja auch aktuell relativ viele Karten, die dann dort diesen Effekt haben, dass man einen Diener silenced und dann nochmal eine Kopie oder sowas herbeiruft. Coole Sache, sehr, sehr nice. Ja, ansonsten muss ich jetzt sagen, sind wir fertig mit dem Hearthstone-Karten-Review. Das ist wieder ein bisschen länger gegangen. Wir mussten ja alle Karten von allen Klassen besprechen. Das Ganze wird es als Komplettvideo bei mir wieder auf dem Kanal geben. Falls ihr keine weiteren Videos zum Thema Hearthstone, Gaming oder auch Computer- und Hilfe-Videos bei mir nicht verpassen wollt, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr jetzt nochmal ein Abonnement auf dem Kanal dalassen würdet, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Damit supportet ihr mich, seid ein aktiver Unterstützer und sorgt dafür, dass mehr Leute von meinen coolen Videos informiert werden. Und ansonsten würde ich dann einfach sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Stay real, bis dann, euer Ozok. Ciao!